Also ehrlich mal, hä? Alle Erwachsenen müssen jetzt den Kindern mal einen riesen Applaus geben, weil wie gut klappt das hier bitte schön? Woo! Na aber, also wir haben jetzt gerade gesungen, hä? Mit einem Blick auf dich werde ich die Weihnachtszeit überstehen. Wer von euch freut sich so richtig übelst auf Weihnachten? Macht mal ein richtig lautes Geräusch, die ihr euch richtig auf Weihnachten freut. Ah, na, von daher, ich habe nämlich gedacht, der ein oder andere denkt ja, was, wie Weihnachtszeit überstehen? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass es nur endlich mal losgeht. Wer von euch hat schon das erste oder das, wir sind mal beim dritten Türchen. Wer von euch hat schon sein drittes Türchen heute am Adventskalender aufgemacht? Wer von euch hat schon mehr als drei Türchen aufgemacht? Na, einen großen Applaus für eure Ehrlichkeit. wartet mal, jetzt müssen wir hier einen Weihnachtsschweigefuchs noch mal rausholen. Hier sind noch drei Luftballons. Wollt ihr das wirklich riskieren? Perfekt. Also, es gibt ja ganz, ganz viele Adventskalender, ganz unterschiedliche. Wir reden da jetzt nicht drüber, was ihr alle für Adventskalender habt. Ich wette, wir haben mindestens 20 verschiedene Adventskalender alle irgendwo zu Hause rumstehen. Jeden Tag gibt es momentan ein kleines Geschenk. Bei dem einen ist es vielleicht die Schokolade, bei dem anderen ist es irgendwie ein Stück vom Lego-Set. Bei uns, wir machen jeden Tag ein Rätsel und arbeiten uns so von Raum zu Raum in so einem Schloss vor. Ist eine coole Zeit, die Adventskalenderzeit, oder? Wer mag die Adventskalenderzeit von euch? Was? Der beste Wecker. Ich habe gehört, die Anna ist am 1. Dezember nachts aufgestanden und hat schon mal nachts ihr erstes Türchen aufgemacht. Also wer, das ist doch der Beweis, der beste Wecker. Stellt euch mal Folgendes vor. Stellt euch mal vor, jeden Tag kommt ein Postbote, nicht bloß der Adventskalender, sondern ein Postbote an eure Tür und bringt euch jeden Tag ein Päckchen. Wäre das super? Vielleicht ist das ja bei dem anderen, ein oder anderen so, dass das irgendwie jeden Tag so ist. Aber jeden Tag kommt also ein Postbote. Hallo, Postbote. Jeden Tag kommt ein Postbote und liefert ein Geschenk ab. Wie würdet ihr euch dabei fühlen? Oh Mann, ey, jetzt nervt doch mal hier nicht so. Ich will hier gerade was erzählen. Also, stellt euch vor, jeden Tag kommt ein Postbote und liefert ein Päckchen bei euch ab. Was wollte ich denn jetzt? Bin ich ganz durcheinander gekommen, dieses nervige Knopfgeräusch. Also jeden Tag kommt da irgendwie so ein Päckchen an. Was würdet ihr da machen? Wo würdet ihr die Päckchen hinstellen? Weiter, immer weiter. Manchmal dauert es ja gerade länger, bis oh Mann, jetzt nervt doch mal. Immer dieses blöde Klopfen. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Stör mich mal hier nicht, ich bin ja gerade am Predigen. Also da muss ich euch was erzählen. Ha? Da habe ich jetzt was bestellt und ich warte die ganze Zeit auf das Päckchen. Ich frage mich, ob das irgendwann mal geliefert wird. Oh, dieses Klingeln, hör da mal auf! Nee, also ich hatte was bestellt und ich wollte das, aber ich hoffentlich kommt es noch an bis Weihnachten, weil eigentlich ist das was ich ganz dringend brauche. Vielleicht sollte ich mal an die Tür gehen und mal aufmachen, oder? Was denkt ihr? Nee, wartet mal, vorher muss ich hier noch ein bisschen zusammenräumen. So, da hat ja die Tüte, die liegt ja wieder so rum und dann, die Kabel, nee, die darf man nicht wegräumen. Dann haben wir hier noch, jetzt habe ich wieder ganz vergessen, jetzt klopft es wieder. Also, wartet mal, ich wollte euch was erzählen über einen Postbote, der Geschenke bringt. Und stellt euch mal vor, derjenige Herr, der die Geschenke bekommt, der macht die Tür gar nicht auf. Stellt euch, wer würde denn sowas machen, gell? Die Tür nicht aufmachen, muss man mal kurz ein bisschen, Was? Nee,
ich denke dir. Aber nee. Meine Mama, die hat mir gesagt, ich darf die Tür nicht aufmachen, wenn ich alleine zu Hause bin. Was ist, wenn das ein Einbrecher ist? Und der klopft jetzt und wenn ich die Tür aufmache, dann kommt der rein und dann macht er meinen ganzen Adventskalender alles auf einmal auf. Nee. Ich mache hier auf keinen Fall die Tür auf. Nein. Was? Ja, weiß ich ja nicht. Weiß nicht so genau. Vielleicht, also. Ah, jetzt. Aber wisst ihr was? Irgendwie fühle ich mich jetzt auch gerade voll allein. Weil niemand kommt vorbei und bringt mir mein Päckchen. Und irgendwie fühle ich mich total einsam und die Post, irgendwie nervt mich das total. Dass die Post mich immer vergisst. Oh, dieses Klopfgeräusch, ey. Vielleicht sollte ich einfach in einen anderen Raum gehen, dann höre ich das nicht mehr. Oder Kopfhörer aufsetzen. Aber jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Dann, ich wollte euch eigentlich von dem Postbote erzählen, ne? Ja, wisst ihr das noch? Der kommt jeden Tag an eine Tür und bringt was? Geschenke. Das wäre gut, ne? Aber wisst ihr was? Der Empfänger macht einfach nicht auf. Wer wäre denn so blöd? Und würde die Tür nicht aufmachen. Also, ich nicht. Wenn der Postbote bei mir irgendwann mal dann mal kommen würde, würde ich bestimmt aufmachen. Ich denke, wir machen erstmal noch ein Spiel. Und dann gehe ich vielleicht mal an meine Tür. Mal gucken. Bei diesem Spiel geht es auch um Geschenke und Pakete und wieder rechte Seite, linke Seite. Damit es fair ist, auf dieser Seite von mir aus links gesehen, die letzte Reihe. Ihr seid eine Reihe mehr als hier. Das heißt, die Leute aus der letzten Reihe, ihr müsstet euch entweder ein bisschen nach vorne oder mit auf die andere Seite verteilen, weil wir brauchen gleich viele Reihen. Das wäre wichtig. Kriegen wir das hin? So nochmal aufstehen so in der Mitte des Gottesdienstes. Ihr schafft das. Okay. Worum geht es? Ihr könnt aufstehen. Ja, schadet vielleicht nicht. Steht mal auf. Es geht um Pakete. Natürlich geht es um Pakete. Ja, habt ihr gerade schon gesehen. Und Pakete müssen ja, damit sie irgendwie bei euch landen, wenn ihr die bestellt habt, haben die oft einen ganz langen Weg hinter sich. Und dieses Spiel wird so funktionieren. Und zwar muss dieses Paket einmal komplett durch alle Reihen wandern. Und dazu müsst ihr mal bitte so rutschen, dass die Leute, die ganz außen sitzen, auf dem äußersten oder innersten Sitz des Stuhles sind. Also dass wirklich auf jeder Reihe muss jemand am Gang sitzen und muss jemand außen sitzen. Ja, könnt ihr euch kurz so verteilen, dass... Wenn jemand außen sitzt, das schafft ihr, jawohl. Theresa, kannst du noch einen rüberrutschen? Genau. Ihr müsst dieses Paket so schnell wie es geht durch die Reihen geben. Und zwar muss es einmal durch die Reihe, dann nach hinten in die nächste, durch die Reihe, nach hinten in die nächste, durch die Reihe und so weiter. Bis es ganz hinten ist. Die letzte Person, die es kriegt, hält es bitte hoch, damit ich es von hier aus sehe. Dann kriegt ihr einen Punkt als Team, okay? Also, wir fangen mal an bei der Theresa. Ja, das heißt, Theresa, du gibst es in diese Richtung zum Gang. Hoppsa, ja, Kopf. Noch nicht. Stopp. Auf der Seite. Mia, du gibst es weiter an deine Mama. Ja. Wenn ich sage, also auf die Plätze, fertig, los. Einmal muss es jeder in der Hand gehabt haben. So, durch, nach hinten und so weiter, okay? Letzte Person hält es hoch, damit ich sehe. Auf die Plätze, fertig, los! Jawohl, hier schon in der dritten Reihe. Jawohl. Hartmut fast fallen gelassen, super. Wow! Ganz stark, Dankeschön. Von mir aus links gesehen, erster Punkt geht an euch. Ihr habt das Prinzip verstanden, glaube ich, okay? Das zweite Paket ist kleiner. Es wird aber ein bisschen schwieriger, denn das Paket soll keiner sehen. Manchmal hat man so eine Überraschung, das heißt, ihr müsst es hinter eurem Rücken weitergeben. Und jetzt, bei der Theresa haben wir gerade angefangen, du bist jetzt der Erste. Das heißt, wenn du es weitergibst in die Richtung, musst du es
so irgendwie weitergeben. Ja? Ja, stell dich hin. Kurz, du bist hier der Erste. Hinterm Rücken, soll keiner sehen. Geheimes Paket, okay? Paket ist hinterm Rücken, hinterm Rücken. Gleiches Prinzip, letzte Person, die es hat, einmal hochheben, dass ich weiß, es ist angekommen. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, schnell, schnell, hoch damit. Hier ist es schon in der zweiten Reihe. Oh, und hier schon in der dritten Reihe. Jawohl, jawohl. Linda, los, schnell, langen Arm machen. Der Florian, da gibt es schon die vierte Reihe weiter. Jawohl, der Fight hat es schon hinten, ganz schön weit. Jawohl, und er ist schon in der letzten Reihe hier auf der linken Seite. Zielgerade. Jawohl! Der Punkt geht wieder an die Mannschaft von mir aus links gesehen. Jetzt kommt die letzte Runde. Das sind kleine Pakete. Doof ist, hier ist irgendwas drin, das hätte nicht so lange unterwegs sein dürfen. Und die Post hat ein bisschen gebummelt und jetzt, es riecht eklig. Haltet es besser an der Schnur fest, fasst gar nicht an, haltet es weit weg von euch, weil es ist wirklich, okay? Ich gebe die Pakete mal in die letzte Reihe, das heißt, wir geben jetzt einmal von hinten nach vorn, ja? Und zwar, nicht anfassen, nur an der Schnur, wirklich, es ist eklig, furchtbar, furchtbar. Hier, ja, Hans fängt an, okay? Gleiches Prinzip, nur die Schnur, schnuppert nicht dran, macht's besser nicht. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Selbst einen Applaus geben und dabei setzt euch gleich hin. Also sagt mal, was ist denn hier passiert? Wo kommen denn die Geschenke auf einmal alle her? Ein übelster Stapel. Da war der Postbote wohl doch schon mal da? Oder wie? Warum hat mir das keiner gesagt von euch? Warum hat keiner gesagt, ja, ich soll die Tür mal aufmachen? Habt ihr? Habt ihr aufgepasst, warum ich die Tür nicht aufgemacht habe? Wer weiß noch, warum ich die Tür nicht aufgemacht habe? Anna. Genau, weil meine Eltern nicht da waren. Das ist übrigens auch richtig, ne? Genau, also ich habe mich nicht getraut, weil, ja, nee, was ist, wenn da was passiert, wenn ich die Tür aufmache? Was war denn noch ein Grund? Es war doch nicht ein einziger. Ihr ruft's mal rein. Richtig. Ich habe zusammengeräumt, ich habe gepredigt, na, konnte ich doch nicht plötzlich Tür aufmachen. Was? Genau, ich habe die ganze Zeit gequatscht.
immer abgelenkt, oder? Ich hatte Angst. Warum? Ich kann sonst die Soromia nicht hören. Wovor hatte ich Angst? Weil da? Ach, damit der Weihnachtskalender nicht geklaut wird. Genau. Habt ihr super gut aufgepasst. Sehr gut. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich glaube wirklich, dass wir, jeder von euch, jeden Tag Päckchen vor die Tür gelegt bekommen. Also jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht auch so. Aber ich glaube, und jetzt brauchen wir mal hier die nächste Folie. Ich habe einen Vers in der Bibel gefunden, den will ich euch mal gerne mitbringen oder mitgeben. Gott, der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit seinen Kindern teilen. Jeden Tag. Wollen wir das mal gemeinsam sagen? Gott, der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit seinen Kindern teilen. Jeden Tag. Jeden Tag bekommen wir von Gott so ein Päckchen vor die Tür gelegt. Und die große Frage ist, machen wir das auf? Und keine Ahnung, habt ihr schon mal vor eurer Tür ein Päckchen von Gott liegen sehen? Wer hat es schon mal gesehen? Perfekt. Vom Nikolaus vielleicht, hä? Aber das ist nicht Gott. Jetzt, ich glaube, um die Päckchen von Gott zu entdecken, müssen wir manchmal genau hinschauen. Und manchmal sind wir, so wie ich, zu beschäftigt. Dann haben wir manchmal vielleicht Angst, dann fühlen wir uns so wie, keine Ahnung, wie die Tür aufgeht. Manchmal vergessen wir das vielleicht auch, dass da irgendwie jeden Tag ein Päckchen liegt und machen einfach unser Ding. Manchmal ärgern wir uns zu sehr, dann sind wir damit beschäftigt, um irgendwelche Probleme zu lösen. Und dann verpassen wir vielleicht manchmal die Päckchen und dann gucken wir und stellt euch das mal vor, es wird vor eurer Tür so ein Stapel von Päckchen liegen und wir machen die nicht auf. Aber, nochmal, Gott, der alles gemacht hat, will seine Herrlichkeit mit seinen Kindern teilen, jeden Tag. Jesus sagt, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und der ist wie so ein Postbote, der uns Geschenke bringt und der uns gute Gaben schickt, sagt die Bibel. Er ist eine, der ist nicht bloß so in der Luft, sondern es ist wie eine Person, die an unsere Tür klopft. Mitten im Alltag, damit wir nicht allein sind und Gottes Herrlichkeit entdecken. Stellt euch mal vor, was hier drin ist. Gottes Herrlichkeit. Denn Gott, der alles gemacht hat, will seine Herrlichkeit mit seinen Kindern teilen. Jetzt brauche ich mal drei Helfer, die mir, Herr, jetzt gucken wir mal rein. Was ist denn hier drin? Ich kann doch nicht, schön, danke für das Geschenk und dann lasse ich das so liegen, es würde keiner von euch machen. Eins, zwei, stopp. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und alle anderen müssen sich leider wieder hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sonst wird es zu eng. Und dann dürfen noch mal fünf, okay? Aber jetzt erstmal alle wieder hinsetzen. Also, passt auf. Eins, ihr dürft die gleichzeitig auspacken, sonst dauert es zu lang. Zwei, ihr dürft auch das Geschenk beim Hör richtig kaputt machen von mir aus. Und los geht's. Ihr könnt euch mal zu den anderen umdrehen, damit die auch sehen, was da drin ist. Und dann stellt ihr mal die Kartons mit der Schrift nach vorne auf die Bühne. Und wer sein Geschenk ausgepackt hat, der darf sich wieder dort auf seinen Platz zurücksetzen. Nee, ohne das Geschenk. Die Geschenke bitte hier lassen. Die brauchen wir erstmal noch. Wunderbar. Die Hanna kann von mir aus gleich hier bleiben. Eins. Dann brauchen wir noch eins, zwei, drei. Wie haben wir noch mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch vier Leute. Eins. Wer noch nicht war. Zwei, drei, vier. Alle anderen wieder hinsetzen. Ich weiß.
So, alle anderen wieder an ihren Platz. Ah, das sind aber jetzt mehr, aber nicht so schlimm. Alle, die schon lesen können, die können sich schon mal bereit machen. Wir lesen jetzt mal laut die Geschenke vor. Danke, wunderbar. Ja, Dankeschön. Pass auf, wir stellen es hier drauf. Also, passt auf, wir lesen, sagen alle ganz laut, was hier drauf steht. Der Heilige Geist schenkt uns... Wunderbar, Freude. Der Heilige Geist schenkt uns... Wisst ihr das, was das bedeutet, Versöhnung? Wenn wir, Annika, wenn man sich nach einem Streit wieder verträgt, so gut, dass man sich wieder in die Augen blicken kann. Ha? Versöhnung, Freude. Der Heilige Geist schenkt uns. Der Heilige Geist schenkt uns. Genau, der Heilige Geist schenkt uns. Genau. Und? Wer von euch braucht manchmal Geduld? Ja, ich auch. Herr, Gott schenkt mir Geduld, aber bitte jetzt gleich. Der Heilige Geist schenkt uns. Und? Genau. Da ist nämlich die Quelle aller Weisheit. Das klingt so schlau. Aber eigentlich bedeutet das, dass er uns richtig gute Ideen geben kann. Für neue Erfindungen auch und so. Der Heilige Geist schenkt uns. Weisheit bedeutet, dass wir Sachen vorher schon so ein bisschen ahnen können, sagen, oh, das ist, glaube ich, nicht so schlau, wenn ich das mache. Brauchen die Eltern und die Kinder. Und der Heilige Geist schenkt uns. Ist das nicht cool? Und das ist bloß ein kleiner, ich habe euch bloß mal 10 Sachen rausgesucht. Das alles gehört zu Gottes Herrlichkeit. Wollen wir es nochmal sagen gemeinsam? Gott, der alles gemacht hat, will seine Herrlichkeit mit seinen Kindern teilen. Und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir denn ran an diese ganzen Geschenke? Wie können wir diese Geschenke auspacken, die uns Gott jeden Tag gibt? Mach mal weiter, hier die Präsentation. Noch, genau. Schafft ihr das noch mal ganz kurz mit mir was auszuprobieren? Ich will euch nämlich jetzt mal beibringen, wie man Geschenke mit dem Heiligen Geist auspacken kann. Guckt mich mal alle an. Ist ein bisschen warm hier hinten. Hä? Deswegen, jetzt sehen wir noch mal alle kurz ganz leise. Das ist eine Sache, die könnt ihr zu Hause im Kinderzimmer machen, in der Schule, auf dem Klo, im Bett. Überall, selbst wenn ihr euch gerade mit eurem Bruder streitet, sagen, wollen wir mal kurz das Geschenk auspacken. Immer, auf der Arbeit, überall, wo ihr seid. Pass auf, erster Schritt ist, damit wir das Geschenk sehen können, müssen wir manchmal die Augen zumachen. Deswegen, wir atmen alle tief ein und aus. Und machen mal die Augen zu. Kurz... Und dann sagen wir, hallo, Heiliger Geist. Nochmal, hallo, Heiliger Geist. So schön, dass du da bist. Du bist ein Geschenk. Okay, lasst mal eure Augen geschlossen. Jetzt einatmen. Ausatmen. Hand aufs Herz. Merkt ihr, wie das schlägt? Danke, Heiliger Geist, für dein Reden. Danke, Heiliger Geist, für dein Reden. Achtung, ich höre dir jetzt zu. Und ich weiß nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Wir werden jetzt mal ganz leise. Mal sehen, ob jemand von euch was sieht oder einen Gedanke hat. Und wenn das jetzt nicht so richtig funktioniert, macht ihr das zu Hause einfach nochmal. Einatmen. Ausatmen.
weißt du, was ich gerade denke? Nochmal. Weißt du, was ich gerade denke? Ich erzähl's dir mal. Und jetzt könnt ihr müsst es nicht laut machen, mal ganz kurz dem Heiligen Geist sagen, wie es euch so geht. Einfach mal erzählen. Sehr gut. Nur ganz kurz machen wir das jetzt. Ihr könnt es zu Hause viel länger ausdehnen. So, einatmen. Ausatmen. Und jetzt öffnet mal eure Hände. Und jetzt haben wir hier vorne, ihr müsst jetzt die Augen mal wieder aufmachen, die ganzen Geschenke hier vorne aufgebaut. Und in der Bibel steht, das sind Geschenke, die stehen für uns bereit. Das bedeutet, wir müssen die auspacken und abholen. Deswegen sagen wir, öffnen jetzt unsere Hände und sagen, danke, Heiliger Geist. Und jetzt sucht euch mal was aus, was ihr davon gerade braucht. Für Mut oder Freude oder Hoffnung. Achtung, nochmal. Sucht euch mal eins aus und dann fangen wir nochmal an. Danke, Heiliger Geist, für Freude. Hände auf. Ich nehme sie an. Ich nehme sie an. Oder es an. Oder einatmen. Ausatmen. Augen öffnen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bleibst. Danke, Heiliger Geist, dass du da bleibst bei allem, was jetzt kommt. Sehr cool. Super schön, dass ihr das mit mir gemacht habt. Und damit ihr das nicht vergesst, kommt noch eine? Vorher weiß ich gar nicht. Na, nochmal? Okay. Dürft ihr euch, das wollen wir jetzt gleich machen, ja. Ich habe das für euch nochmal ausgedruckt, dass ihr das euch irgendwo hinhängen könnt, an die Pinnwand, an den Kühlschrank. Hier vorne nochmal, was sind denn die Geschenke, die uns der Heilige Geist jeden Tag vor die Tür legt? Und wir müssen nicht erst warten, bis da so ein riesiger Turm draus wird. Und dann nochmal diese Übung, die wir gerade gemacht haben. Es gehen mal, genau, 2, 3 Kinder durch. Ich gebe dir das mal in die Reihen, dass jeder von euch so ein Blatt bekommt. Kann mal inzwischen jemand hier vorne das Papier ein bisschen beiseite räumen? Genau, und während die Zettel ausgeteilt werden, steht mal alle nochmal auf. Wir machen nochmal ganz am Schluss diesen Vers. Mal sehen, ob ihr es ohne meine Hilfe hinbekommt. Ja, genau, wir müssen es nicht einblenden. Achtung, also. Ja, könnt ihr jetzt einen Spickzettel, habt ihr ja jetzt. Also, Gott, der alles erschuf, will seine mit seinen, wunderbar, vielen Dank. Und wir singen jetzt noch ein Lied, glaube ich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen den Überblick verloren. Ja, genau.